Ihr arbeitet so gut wie nie. Also könnt ihr einfach Strom sparen. Alle einfach. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, ne? Ja, ich habe überall ganzen Stack reingeschmissen, obwohl das 80er% Limit dann übermäßig erreicht ist. Also 3 von euch reichen. Habe ich keinen mehr. Mist. Ja, und ihr müsstet eigentlich auch noch alle erhöht werden auf bessere Fabriken. Warte mal, Stromverbrauch 75, Stromverbrauch 45. Dafür seid ihr einen Ticken schneller. Aber ich habe jetzt schon 36 Magazine. Ja, trotzdem, wer weiß. Irgendwann will ich vielleicht meinen ganzen Planeten auslöschen, dann könnte das ganz praktisch sein. Müsste trotzdem so aufgeben, den 80%. Die zwei machen 70 und der andere macht ein bisschen was obendrauf und das ist gut. So, hier unten alles fertig. Chips, alles fertig. Und eine Aufräumfolge ist auch schon rum. Da kommt bestimmt noch eine. Und zwar die Pumpjacks. Das Geräusch ist abgefahren. Ja, Öl ist voll. Wir wollten trotzdem die Pumpjacks alle aufstufen von da nach da. Problem, dass ich damit sehe, ich werde nicht genug Module haben. Deswegen sollten wir wahrscheinlich erstmal sowas Wichtiges machen wie hier. Die Ölverarbeitung, damit die Tanks auch mal leer werden. So. Oh, ich sehe Kohle. Gib mir einen Drill. Pop den da hin, mach da das hin und so. Gut. Dann gucken wir, wie viel Blau da sind. 32, das klingt doch gut. So, du bist schnell, du bist schnell. Du kannst schneller, du kannst schneller. Wieder durch. Schneller. 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 Ich habe es schon zu oft gesagt, deswegen werde ich es jetzt nicht wiederholen, aber ne? Sieht gut aus. So. Also von unten viel Öl, oben eh ganz viel Öl. Wir kriegen Öl angeflogen und ne? Sollte langsam doch echt mal okay sein. So, 80% weniger Stromverbrauch. Und mehr muss ich hier nicht machen. Na, okay. So, da haben wir das Modul reingeklatscht. Was haben wir hier noch? Schweröl zu Leichtöl hat schon Geschwindigkeit. Ja. Die hier oben sind alle völlig irrelevant, weil sie werden nie benutzt. Ihr arbeitet schon mit Speed und ihr müsstet eigentlich mehr sein. Ich müsste eigentlich jetzt mal die ganze Nacht abwarten. Finde ich auch nicht. Oh, hier. Was bist du? Du stellst Schwefelsäure her. Tust du gerade nicht, weil? Warum tust du das nicht? Nicht genug Petroleumgas anscheinend, ha? Petroleumgas wird verbraucht für die ganzen Plastiksachen. Ja, das ist nicht so gut. Bau mir mal bitte einen Beacon. So, wir haben da schon dezent viele. Passen da 2 rein. Würden passen, ja. Oh, warte mal. Ein da. Ein da. Speed plus 180. Speed plus 235. Das könnte schon mal helfen. Nicht so super viel, aber ein bisschen. Arbeitest du jetzt? Kommt immer noch nichts an. Ernsthaft? Okay, du bist zu schnell. Tut mir leid. Ja, jetzt arbeitest du wenigstens. Der hat echt alles geklaut. Das ist ein Arschloch. Und es kommt nicht genug Kohle rein? Nein. Ist okay, so. Ist die Nacht bald vorbei? Also der Akku hält super. Und anscheinend haben wir immer noch von den Solarpanels Strom, obwohl wir es mitten in der Nacht haben. Oh nee, inzwischen wieder Tag. Das heißt, ich habe die Dunkelphase ein bisschen verpennt. Ich teste. Oh, das wollte ich nicht. Ja. Nimm das, mach einen Blumen und davon setz ihn da wieder hin. So. Also ich teste jetzt sehr viele Steam Engines abzureißen. Und dafür die hier abzureißen. Muss ich gleich ein bisschen anders umbauen. Ne, ist okay. Die werden immer noch von da verbunden. Das heißt, die kommen weg. Stattdessen kommen hier zwei oder so davon hin. Die danach da die Flüssigkeit schieben. Ich bräuchte also Chemical Plants. Bitte vorder an. Habe ich bestimmt noch rumliegen. Chemical Plants. Was machen die Roboter? Oh, wir haben Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist sehr schön. Dann... Lass die frei. So. Was sagen Ressourcen? Eisenplatten nähern sich der 100.000er-Marke, die ich gesetzt habe. Kupferplatten nicht wirklich. Also jedenfalls nicht schnell. Wir haben kein Leichtöl. Oh, ja, stimmt. Das stand, glaube ich, auch in den Kommentaren. Ups. Könnte helfen bei der Petroleumgasherstellung und so, ne? Wenn wir sie auch anschließen. Da. Wasser. Ja. Das muss ich dann gucken. Wollen wir das Ganze vielleicht umbauen? Ja, will ich. Ja, ich will das hier alles zerstören. Wir haben jetzt keine Fuel Blocks mehr. Ich vertraue jetzt den Solar Panels. Nächstes. Ich vertraue den Solar Panels und schicke mein Leichtöl jetzt nicht da oben hin, sondern von hier aus dahin. 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 Leichtöl zu den Leichtöltanks, von da aus nach da. Sobald die weg sind, nehme ich die hier und kipp sie hier rein. Das dann nicht unbedingt zerstören. So. Und die Construction Bots kommen hinterher, weil ich wahrscheinlich alle von hier eingesammelt habe. Dann hätten wir hier allerdings nur 6 Stück davon. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber es sieht schon mal gut aus. Also Petroleumgas macht wenigstens ab und an mal was. Das müssen wir unbedingt erhöhen. Also weg. Weg. Da. Mach jetzt halt alles selber. Könnt mich mal, Roboter. 4, 4. So. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Wir brauchen also Wasser. Wie mache ich das am besten? Am besten reiße ich hier alles ab. Ja, ich reiße alles ab. Ist mir sonst zu verwirrend. Jetzt haben wir kurz keinen Petroleumgas, aber das fixe ich. So, Wasser ist hier. Wasser läuft jetzt einmal komplett hier unten lang. Nicht zu dem Tank. nicht zu dem Tank. Den Tank können wir da unten hinsetzen. So. Läuft einmal komplett hier unten lang und macht dann immer den hier. Nicht drehen, du doofes Ding. So. Dann kommt Leichtöl und geht hier lang. Genau wie das Wasser. Dürfte sich aber nicht verbinden. Na komm. Bis da. Und geht dann auch nach oben. So, und du kannst schon mal arbeiten. Jetzt müssen wir nur noch dich anschließen. An die Tanks da unten. Ja. Dann machen wir am besten hier einfach so eine Verbindung und machen dann hier das Ganze irgendwie. Ich brauche viel mehr Rohre. Bau mehr davon und guck dann weiter. So. Die bekommen alle Speed. Speed, Speed, Speed. Hab keine Speed mehr. Die dürfen gleich richtig schnell leer gehen, die Leichtöl-Tanks da. Hoffe ich zumindest. So, genau. Von da nach da. Da ran. So, jetzt müssen wir nur noch von hier aus nach da. Mach einfach Licht weg. Überall Rohre hin. So. Haben wir jetzt? Kein Leichtöl. Ja, Leichtöl stimmt. Leichtöl da. Leichtöl da. Leichtöl da. Ich habe keinen Fehler bisher gemacht, oder? Nicht irgendwo Wasser drin, wo Wasser drin sein sollte oder so. Achso, und wir brauchen noch einen Anschluss von den Leichtöl-Tanks dahin. Bam. So, jetzt sollten die alle arbeiten. Das hier sollte alles durch eine Pipe verbunden sein, ohne eine Unterbrechung. Keine Underground-Pipe dazwischen oder irgendwas. Dann hier rein, Überschuss in den Tanks, der Rest wird hier verballert. So, wenn das jetzt nicht hilft, habe ich keine Ahnung. War jetzt nicht unbedingt aufräumen. Naja, war es doch. Wir haben diese komische Kuddelmuddel-Aktion da aufgeräumt. Und ich könnte jetzt theoretisch noch, wenn es nicht reicht, hier jeweils da und da und da und da einen Beacon hinbauen, um das Ganze noch schneller zu machen. Aber ich sollte erstmal so gucken, wie das denn läuft, wenn überall die Speed-Module drin sind. Also, gib mir Speed-Module. Und wir sind jetzt gleich am Ende der zweiten Aufräumfolge. Und es gibt immer noch tierisch viel zu tun. Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal regulär weiter. Und gucke in der nächsten Folge die Basen an und scoute neue Basen, töte ein bisschen Aliens, was in der Richtung. Aber es wird definitiv wiederkommen, weil es ist irre praktisch, solche kleinen Arbeiten zwischendurch zu machen. So, so, so. Das fühlt sich nicht. Ja, doch ein bisschen. 134, 135. Ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend. Das ist sehr schön. Okay. Noch ein, zwei Kleinigkeiten, die wir machen könnten. So aufräumtechnisch. Ich hatte gesagt, das mit den Ärmchen. Ich hatte auch aus Versehen Ärmchen zerstört. Das sollte ich jetzt rückgängig machen. Also schnapp dir bitte die da. Und setz die mal auf. Setz die mal hier hin. So, kannst du auch gleich mehrmals nutzen. Wir schreiben es dann einfach um. So, gelbe Ärmchen, blaue Ärmchen, grüne Ärmchen, türkise Ärmchen. Lila Ärmchen. Nee. Also ich denke, ich werde davon ein paar bauen. Aber nur für die B- und Entladung von den Zügen. Oh, du bist leer. Du führst zu Kupfer 3. Kupfer 3 ist leer? Okay. Also nächste Folge definitiv zu Kupfer 3. Und irgendwie will er hier keine... Wahrscheinlich keine gelben Fabriken. Doch, müsste er eigentlich haben. Hier, nimm gelbe Fabriken. Und komische andere Dinge. Und uralte Schmelzöfen. Jungs. Es blinken überall Dinge. 100 Objects Missing Construction Bots. Ah, puh. Gib mir. Wo ist meine Schrotflinte? Da ist meine Schrotflinte. Ah. Gott, immer dieses Sandproblem. Hier, Sand. So, was wollte ich? Genau, die Fabriken. Ich denke, das verschiebe ich auf nächste Folge. Das klappt sonst nicht mehr. Also nächste Folge erstmal nach Kupfer 3 laufen, gucken, was da los ist. Und dann hier sowohl die gelben, als auch die blauen, als auch die grünen, als auch die türkisen Ärmchen aufstellen und alle alten abreißen. Also bis gleich.